Ahoy, governors! Paul Snotbox reporting. And before I start this parody, I need to make a speech. During my dormancy, I grew a huge interest into a YouTube animated series called Sally and Chica, which I found on BehindTheVoiceActors.com when I was auditioning for voice acting projects, and I got cast as two of its characters. So just like how I made imitation parodies of the other Untergangers, I decided to make a Downfall Parodies crossover imitating this series. Ever since January 2016, I've been feeling awkward about making this due to what you Untergangers might think about this parody idea, and mostly because of the provided character voices. I gave the Sally and Chica characters Downfall character voices so that I can make the subtitles say whatever I want because they speak German. However, although I'm satisfied with the resemblances of many, there's some which don't sound like the original no matter how hard I shift the pitches and formats. One last reason I felt awkward about this was because Sally and Chica is very unpopular and none of you Untergangers will get any of the spoofs and references I'm making. Oh well, that's okay, because most of the attention is put on Hitler anyways, and all that matters is the embarrassing things he does. Anyone else who's here from watching Sally and Chica may not get the whole Downfall parodies thing either, so I'm placing annotations in the video for everybody. One final note. I made this Season 3 style because although Season 4 is already out, it'll mostly be known with its animation done in Toon Boom. I used paint to make this. So without further ado, let's begin. Roll film. Führer, ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen, bis an den äußeren Verteidigungsfähig. Vorstoßende Sowjetverbände. Fähig. In einem Rücksichtslohn. Fähig. Dann soll die Armee kehrt machen! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das. Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich habe Großes vorgehabt. Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. I'm with Ellie on this one. I think your last... I'm gonna eat this chicken, that's what I'm doing. No, it's mine. No, it's mine, gimme. Stop, you're going to drop the... Und dann ewiger Ruhe. Wir müssen jetzt handeln! Ja! Ja, vielleicht schon dort! Mein Führer... Fegelein! Sollten Sie Berlin verlassen? Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Dann suchen Sie ihn eben. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Halte! Er wähnt sich bereits als Sieger aus den Zehngreim. Es wird ein böses Erwachen geben. Großadmiral Dönitz wird hocherfreut sein, wenn ich ihm Meldung mache. Der Führer scheint ja in ganz ausgezeichneter Verfassung. Diese Energie? Ja, in der Tat, das ist erstaunlich. Er ist und bleibt eben der Führer. Dabei gab es noch gestern Gerüchte, er hätte eine Art Nervenzusammenbruch. Tja, wie Sie selbst sagen, Gerüchte.
Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Ich glaube, es hat ihm gefallen, dass Sie ihm geraten haben, in Berlin zu bleiben. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Und ausgerechnet Himmler! Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Das war ein Befehl! Der Angriff! Nein, das war ein Befehl! Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freier Menge oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wenn es mit der 12. Armee im Anmarsch ist, kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenk ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie im Kessel. Als möglich aufbrechen. Teilen Sie mit, das soll alles veranlassen, ohne. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Heim. Seit ich 1914 als Freiwilliger der bescheidenen Kräfte Herr Schumann-Führer, machen Sie denn hier? Dem Reich aufgezwungenen Weltkrieg einsetzte, sind nunmehr über 30 Jahre vergangen. Haben mich bei all meinem Denken, Handeln und Leben nur die Liebe und Treue zu meinem Volk bewegt. Die für die Sowjetschulden an der Franzosenstraße befestigt war und da habe ich gesehen. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Konnten dann aber doch noch in Gatu landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Vollbild! Ein paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. Was hat er denn das gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. An meiner Person. Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Und sind direkt über die russischen Linien geflogen. Wir waren unter schwerem Beschuss, haben wir uns im Fieseler Storch besorgt. Ja. Wir werden den Feind in einer riesigen Zusammenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Aber der Chef glaubt doch selber nicht mehr dran. Was ist denn, wenn er sich umbringt? Was ist denn da? Im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Was Sie da vortragen, ist ein Hirngespinst. Ein ganz sogar verrückter Plan. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten. Wir können nichts mehr für Sie tun. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen. Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Trump in jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Warum hast du denn gesagt, dass du unbedingt bei ihm bleiben möchtest? Aber ich habe noch nicht den Zusammenhang hergestellt mit meiner eigenen Vergangenheit.
Eine große Verantwortung. Sie müssen die Luft vom Grunde auf umkrempeln. Kann um das nicht sein. Du spielst doch nur so ein Ding. Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Es ist mein Wille. Ich glaube ihm kein Wort. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Im Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in der Rücken. Gibt's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keinen. Eiskalt niedergeschlagen. Ich bin wirklich glücklich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur als Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Tausende Falkens! Verdammt der Fahnenflucht! Rückenführer, Sie stehen unter Arrest! Ich habe Vorsorge getroffen, das Ihnen. Stehen bleiben! Gehen Sie sich an! Von Anfang an bin ich so vernarrt und betrogen worden. Es war ein ungeheurer Verrat gehört der deutschen Volkes. Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sonst haben wir jede Chance verspielt. Ah. Alright, Governors, I have one last announcement to make. My next parody will also be an animated one, one that's different than this one, but it will take a long time to make because it'll involve 3D CGI with it. I hope to have this parody released before November of this year. So just wait for it, I'm sure it'll come, and I hope yous like it. I'm sure I can make it before that time, if I'm competent. I may give hints if you ask me for some, but I won't give out too much. Stay tuned, everybody. Live good lives, Governors! I don't wanna kiss goodnight, I just wanna stay.